Richtung Thumsee ziemlich gefährlich. Da stockt schon auf 1,5 Kilometer, weil eben auch da die Bäume auf der Straße liegen. Und es ist auch weiterhin gefährlich durch den Sturm, dass da weitere Bäume umkrachen. Ich weiß, man kann nichts machen, wenn man im Auto sieht und sitzt und da durchfahren muss. Aber seien Sie sich gewiss, es ist wirklich kein Pappenstiel, was da gerade überall runterkommt und wie es da stürmt. So, das zur aktuellen Verkehrslage auf der B21. Jetzt zur aktuellen Musiklage. Die Kollegin Larissa Schütz hat eine Band entdeckt namens Soul Stew. Die kommen aus Laufen und Musik, die aus unserer Region kommt, die liegt uns ja immer besonders am Herzen. Also kurze Vorstellung und dann ein Song von Soul Stew, bitte sehr. Querbeat durch die bayerische Musikszene mit Larissa Schütz. Und in dieser Woche mit Soul Stew aus Laufen. Soul Stew verfolgen eine musikalische Philosophie, haben aber einen total bunten Background. Gitarrist Christian hat versucht, das mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Diese DNA zur Musik tragen wir alle in uns, aber wir sind wahnsinnig breit aufgestellt an Musik, wo wir hören. Also jeder der aktiven Musiker, Teil, also Leute von uns sind in einem Kirchenchor dabei. Wir haben Bläser, die eher aus der klassischen Richtung kommen. Wir haben Bläser, die aus der typisch bayerischen Volksmusik kommen. Und genau diese kunterbunte Kombination musikalischer Stile hat dafür gesorgt, dass die Band zu ihrem Namen kam und damit gleichzeitig auch ihren Musikstil beschreiben kann. Soul Stew ist ein bisschen sperriger Name und geht zurück auf einen Titel von Memphis Soul Stew, wo am Anfang beschrieben wird, wie so ein Eintopf, also Stew ist ein Eintopf, wie so ein Eintopf gekocht wird und das geht wie so ein Kochrezept, also bei so einem Pinch of Drums und dann gehen die Drums los und dann give me a taste of bass und so weiter. Das war letztlich auch die Blaupause für Soul Stew. Groovige, soulige Musik zu machen, wo der Groove wirklich im Vordergrund ist und das halt einfach, wir sagen immer, dass der Arsch wackelt, also dass die Leute einfach tanzen müssen. Normalerweise lieben es Soul Stew auch, ihre Fans vor der Bühne zum Tanzen zu bewegen. Das klappt aktuell nicht, aber vielleicht bringen sie ja den ein oder anderen jetzt mit ihrem coolen Reggae Seezeit vor dem Radio zum Tanzen.